Am 22. September 2018 war es soweit. Das erste Kraftlackl-Festival auf der Schulwiese in Oftering fand statt. Aber das Kraftlackl-Festival, was ist das? Das Kraftlackl-Festival war so eine Idee, dass man gesagt haben, die Leute sollen zusammenkommen, die Leute sollen einen Spaß haben, die Leute sollen was zum Trinken haben, alle miteinander haben was davon und alle haben einen Spaß da und das war so, ja, das ist das, was der Kraftlackl ist. Na gut, und was steckt jetzt genau hinter dem Begriff Kraftlackl? Der Kraftlackl hat sich ein bisschen auch ergeben aus dem Namen von mir. Ich heiße nämlich Lackner mit Nachnamen. Und wie kann man Kraftlackl gendern? Etwa Kraftlackl-Frau oder Kraftlackeline? Und gibt es die in Oftering? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist unsere Kraft Heidi. Das ist unsere Parteiobfrau, die mit unheimlich viel Power und mit sehr viel Engagement unsere Ortspartei in Oftering führt und die auch hauptverantwortlich für diese Veranstaltungen da zeigt und unheimlich viel Einsatz zeigt. Und wir sind sehr froh und sehr glücklich, dass wir Frauenpower in dem Sinne in Oftering haben. Bei freiem Eintritt war dieses Fest mit einem tollen Kinderprogramm ein Erlebnis für die ganze Familie. Viele Schmankerl wurden geboten. Das Oftringer Streetfood ist schon etwas ganz Besonderes. Wobei das Streetfood bei uns von lokalen Vereinen kommt. Im Moment stehen wir vor dem Stand des Samariterbundes Alkofen, die uns mit einer herzhaften Gulaschsuppe stärken. Daneben ist dann der Stand des Siedlervereins Oftering, wenn wir ein paar Schritte weitergehen. Das ist die Obfrau des Siedlervereins, die Maria Greindl. Und wie man sieht, ist der Gyros beim Siedlerverein schon ziemlich schlank geworden. Ich wünsche mir, ich wäre auch so schlank wie der Gyros. Also haben schon einige Weckerl verkauft. Da gibt es dann auch noch Aufstrichbrote und ein Schnapsal zur Verdauung, wenn wir haben wollen. Und last but not least, jetzt sind wir beim Stand der Naturfreunde. Ich hoffe, sie sind noch nicht ausverkauft, weil es schaut schon ziemlich leer aus. Das ist der Obmann der Naturfreunde, der Sigi Heindl. Und die Naturfreunde stärken uns, wie sie sich gehört, auf so ein Festl mit Bratwürsteln und mit Sauerkraut. Wir sind jetzt im Kaffeehaus des Kraftlackl-Festes. Das wird betreut vom Pensionistenverband Oftering. Da herinnen gibt es selbstgemachte Mehlspeisen, hundertprozentig selbstgemacht. Da ist die Atmosphäre auch etwas geschützter und ruhiger, gemütlicher, um Kaffee und Kuchen zu genießen. Kraftbiere sind ja im Trend und wurden hier ebenso angeboten. Mal was Neues kennenzulernen, mal andere Geschmäcker zu schmecken. Aber was sind Kraftbiere? Unter dem Namen Kraftbier versteht man eigentlich mit körperlicher Kraft erzeugte Biere. Keine Industrieware, sondern im Kleinbetrieb vielleicht erzeugte Biere. Und da gibt es, es ist eigentlich eine Revival-Biersorten sind das sehr viel. Wenn ich heute von Stout oder Porter ausgehe oder Pale Ale, diese Biersorten sind althergebrachte Biersorten. Diese Kraftbierszene ist eine Szene zurück zu den Ursprüngen des Bieres eigentlich. Bei der Weinverkostung gab es ausgezeichnete Weine aus Fels in Niederösterreich. Und unser Weingut gibt es in Fels am Wagram. Das ist, liegt zwischen Krems und Tulln. Musikalisch umrahmt wurde das Festival von der musikalischen Nahversorgergruppe Most Unlimited. Also wir sind alle eigentlich aus der Gegend und es gefällt uns, dass uns die Vereine auch zu diesen Festivitäten heranziehen. Die Band gibt schon jetzt, sage ich mal, gute 10 Jahre und wir haben früher einen Most gehabt, weil wir wirklich gerne einen Most haben, auch in die Proben. Aber natürlich ist es so, dass viele Leute glauben, wir machen volkstümliche Musik und Mostkrug ist eher volkstümlich besetzt, der Begriff. Jetzt haben wir halt doch da umgeschränkt auf Most Unlimited, das heißt ja auf Englisch völlig unbegrenzt. Also Unlimited, Most Unlimited, völlig unbegrenzt Most trinken, kann man dadurch auch irgendwie verstehen. Also. Und muss der Bürgermeister auch ein Kraftlackl sein? Ja, unbedingt. Man braucht viel Kraft, man braucht viel Ausdauer. Wie es bei mir ist, ich bin nur unter Anführungszeichen nebenberuflich Bürgermeister, also nicht hauptamtlich. Und das benötigt sehr viel Zeit, es benötigt viel Ausdauer, damit man auch wirklich
das, was insgesamt von den Leuten auch verlangt wird, bewältigt werden kann. Bestimmt war das erste Streetfood-Festival in Oftering ein großer Erfolg. Wunderbar, das Wetter passt auch, Musik rund um die Vereine, ein gutes Essen und gute Weine, ich muss sagen, super. Und wir denken, dass es bestimmt auch ein zweites Festival dieser Art in 2 Jahren wiedergeben wird.